Die erste Hälfte des Jahres war eine gute Periode für die gemischten Portfolios, weil die meisten Anlageklassen eine positive Performance gebracht haben. Das gilt insbesondere für die Aktienmärkte. Der globale Aktienindex von MSCI hat in Dollar etwa 11% zugelegt seit Jahresbeginn. Also aus Frankensicht kommen noch etwa 8% noch hinzu. Die großen Gewinner des Jahres waren die zwei Sektoren, also die Informationstechnologie und Communication Services. Die haben zwischen 20% und 30% zugelegt, während alle anderen Sektoren unter dem Benchmark waren. Das zeigt auch, wie stark fokussiert der Markt war, die Konzentration, wie groß sie ist. Jetzt der amerikanische Aktienmarkt aufgrund der starken Gewichtung der zwei Sektoren hat stark zugelegt, also der S&P 500 etwa 14,5% in Dollar, während der Nasdaq sogar über 18% zugelegt hat. Der Schweizer Aktienmarkt dagegen nur gerade etwa 9%, aber das ist ebenfalls auch sehr gut. Auch die anderen Anlageklassen haben gut performt. Das gilt auch für zum Beispiel für die Schweizer Immobilienfonds oder natürlich für die Rohstoffe. Auf der Obligationenseite, die Schweizer Obligationen waren leicht im positiven Bereich seit Jahresbeginn performancemäßig, während die ausländischen Obligationen gehedgt, Schweizer Franken, leicht im negativen Bereich waren. Etwas anderes als im letzten Jahr. In der zweiten Hälfte des letzten Jahres sprachen wir darüber, dass die globale Konjunktur zweigeteilt wäre. Auf der einen Seite die Vereinigten Staaten von Amerika mit einem sehr starken Wachstum im dritten und vierten Quartal des Jahres. Auf der anderen Seite Europa oder Asien, also Länder wie Deutschland oder China, mit sehr schwachem Wachstum oder sogar in der Rezession, im Rezessionsbereich. Jetzt in diesem Jahr verändert sich das Bild. In den USA sind die Wachstumskräfte, vor allem der US-amerikanische Konsument, weniger stark. Es gibt eine gewisse Normalisierung bei den Ausgaben des US-Konsumenten. Das führt auch dazu, dass die US-Konjunktur jetzt rund um Potenzial sogar etwas leichter runter wächst. Während in Asien oder in Europa und vor allem in den export- und industrieorientierten Ländern Zeichen einer Erholung, einer konjunkturellen Erholung erkennbar sind. Und diese Erholung sieht man auch mit Hilfe dieser Grafik, wo wir die PMIs, Manufacturing, also für die Industrie haben, weltweit. Wir haben das tiefst vor etwa einem Jahr gesehen und jetzt sehen wir eine Erholung. Wir sind in der Nähe von der 50er-Marke. Also keine starke Erholung, aber sicher eine Besserung der Lage. Wir gehen davon aus, dass die US-Konjunktur in der zweiten Hälfte dieses Jahres etwas um Potenzial wachsen wird, während die anderen Länder etwas zulegen werden, ohne dass es ein starkes Wachstum verzeichnet wird. Er kann auf jeden Fall sagen, wahrscheinlich nicht mehr so stark wie in der ersten Hälfte des Jahres. In der ersten Hälfte des Jahres ist der Goldpreis um mehr als 12% in Dollar gestiegen, was eine außerordentlich gute Performance ist und damit gehört das Gold zu den besten Anlageklassen des Jahres. Jetzt es ist bereits überraschend, dass der Anstieg des Goldpreises so stark war, angesichts der Tatsache, dass in der ersten Hälfte des Jahres die reale Zinsen gestiegen sind und auch der Dollar gestiegen ist. Und trotzdem ist der Goldpreis auch so stark gestiegen. Das ist auch passiert, obwohl auch die westlichen Investoren, vor allem Investoren, die ETFs hatten im Portfolio, Goldpositionen eher verkauft haben. Dafür allerdings haben andere Investoren die Goldpositionen gekauft. Und das zeigt auch eine Veränderung des Verhaltens der Investoren gegenüber dem Gold. Also das sind nicht jetzt die westlichen Investoren, die den Markt bestimmen, sondern zunehmend die östlichen Investoren. Dazu gehören nicht nur die chinesischen Konsuminvestoren, Privatinvestoren, welche aufgrund der Schwierigkeiten im Einheimsimmobiliensektor nach Anlagealternativen suchen, sondern zunehmend auch Zentralbanken aus der ganzen Welt und vor allem aus den Schwellenländern, die ihre Reserven an Gold oder ihre Goldreserven an den gesamten Reserven erhöhen. Und das ist, was diese Grafik auch hier zeigt. Sie zeigt die Entwicklung der Goldreserven in ausgewählten Schwellenländern und man sieht natürlich, dass überall in den letzten Jahren die Notenbanken dort mehr Goldpositionen gekauft haben, natürlich mit dem extremen Beispiel hier von Russland. Aus klaren geopolitischen Überlegungen ist das erfolgt.
Natürlich, die geopolitische Lage ist weiterhin angespannt. Jetzt beginnen auch die reale Zinsen etwas zu fallen. Also in diesem Sinne ist Gold immer noch interessant als Anlageklasse. Sie bringt auch eine gewisse Diversifikation gegenüber den anderen Anlageklassen. Aber wir müssen auch wissen, dass der Goldpreis so hoch ist, sowohl nominell wie real, wie es nur der Fall war in drei Fällen in den letzten 60 Jahren. Also von dem her, ja, also der Goldpreis kann immer noch steigen, aber wahrscheinlich das Potenzial ist nicht mehr so stark.